Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir werden heute mal ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen. Und dann mal schauen, wo uns die hinführt. Wir haben ja aktuell... haben wir schon ein bisschen was offen hier. Aber zum Beispiel an diese Rüstung hier oder so komme ich gar nicht dran, ne? Weil, keine Ahnung, ich komme da irgendwie nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Vielleicht geht es da mit der Hauptstory rein. Deswegen machen wir jetzt heute ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Hier oben seht ihr ja schon, hier haben wir noch zwei Punkte zum Aufdecken. Und ja, ich schätze mal, dass hier oben auch noch was sein wird und da oben. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Genau, das ist ja eh schon alles zu hoch noch hier unten. Ja, obwohl hier könnten wir eigentlich schon hin. Aber hier drüben ist es dann schon zu hoch für uns. Gut, Leute, dann würde ich sagen... wir gehen zum Sigurd. Und dann schauen wir mal, was uns der Gute zu erzählen hat. Dieses hier heißt Legrakester Schier. Es wird nicht so geschrieben, wie man es spricht. Eivor, hier drinnen. Jo, bin schon da. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Okay. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Okay. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Okay, was gibt's hier noch? Helfenertrops Rang ansehen. Helfenertrop gilt jetzt als Ansiedlung, denke ich. Es ist nicht länger ein wilder Haufen Zelte und schmutziger Füße, sondern zieht Leute aus der Umgebung an, die hier handeln oder sich sogar niederlassen wollen. Einige neue Möglichkeiten haben sich uns eröffnet. Tätowierwerkstatt und Barbier. Schiffswerkstatt, Museum, Jagdhütte, Fischerhütte. Von all diesen neuen Angeboten empfehle ich dir zuerst, Petras Jagdhütte zu fördern. Damit wirst du einige Belohnungen verdienen, wenn du die richtigen Biester findest. Einige unserer Siedler würden außerdem gerne etwas aufbauen, damit wir bessere und wildere Feste feiern können. Bäckerei, Brauerei. Je größer das Festmahl, desto mehr werden unser und dein Kampfgeist gestärkt. Das lohnt sich. Randvieh. Hm. Oh, haben wir ein kleines Zimmerchen. Hier können wir uns bestimmt ausruhen. Untersuchen. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Hm, nicht viel, aber mein eigen. Schlafen? Sieht sehr hart aus. Okay. Dann gehen wir mal zum Sigurd raus. Die Stelle habe ich ja schon ausgebaut. Beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Warum jetzt? Dag, bitte. Es muss getan werden. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legrakester Schier, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich.
Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Doug. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Das passt ihm gar nicht, glaube ich. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Erreicht Siedlungsstufe 3. Ach du Kacke. Okay. Dann geh trotzdem mal zu Randvi. Gib es zu, Alvis. Ich bin der überlegene Wortschmied. Ein bisschen haben wir ja schon was gemacht in der Siedlung. Aber wir haben, uns fehlt noch ein bisschen Material für die nächsten Aufwertungen. Ist die in der Hütte drin? Schauen wir, was sie zu sagen hat. Oder sie. Da bist die du Frau ja. Von Sigurd. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Okay. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Außerdem hat unser junger Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen. Ich habe auf der Karte verzeichnet, was er erfahren konnte, falls du mehr wissen musst. Bündniskarte? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Englerland wachsen und gedeihen soll, muss dein Clan Bündnisse schließen. Bekunde deinen Wunsch nach einem Bündnis mit einem Bündnisgesuch. Sobald ein Bündnis geschlossen wurde, werden weitere Gebiete verfügbar. Okay. Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ich werde mich Grantabrückschir angeloben. Okay, neue Verbündete. Neue ich Quest. Ich breche sofort auf. Gut, und möge dich Freyas Segen begleiten. Das großverstreute Heer. Was? Okay, irgendwie Helix-Punkte erhalten. Okay, wir schauen auf die Karte. Diese Richtung. Ach so, hier waren wir ja schon mal. Hier in der Kaserne oder was es da war, da haben wir eigentlich alles weggehauen. Bloß ich konnte damals hier nicht rein, weil nämlich hier der Eingang durch so eine Luke versperrt war nach oben.
Vielleicht geht's ja jetzt auf, vielleicht kommen wir da jetzt rein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir halten uns auch gar nicht mehr so lange auf. Weil wir haben überall noch Schätze. Reichtum. Wir werden mal hierher porten und dann holen wir uns ein bisschen, auf jeden Fall die Schätze. Hier ist was am See überall. Mein Gott. Okay. Schnelle Reise bitte. Auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt ein Gebiet nach anderen auch komplett abschließen, weil sonst, wenn wir alles durcheinander machen, wird es zu viel. So, wo sind wir? Wir wollen bitte einmal hierher. Da unten wäre auch noch ein Artefakt. Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Okay, dann müssen wir wieder. Verfolgen. Das ist auch ein Schmarrn eigentlich, finde ich. Okay. Okay. Gut, dann holen wir uns das da. Irgendwo hier oben wahrscheinlich. Da kommen wir nicht hoch. Jetzt wird die Kiste da oben. Mhm. Dann kommen wir da am besten ran. Haben sie ja schön gemacht. Dann müssen wir es anders machen. Über die Bäume klettern. Also hier. Ja.
Okay, easy. Okay, hier müsste auch noch was sein. Wer bist du? Eine Freundin und Verbündete. Ich suche nach dem Sommerheer. Der Anführer ist da oben. Du kannst ihn nicht verfehlen. Okay. 29 Meter. Dann gehen wir mal runter zu ihm. Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Klingt furchtbar. Wie wurdet ihr überfallen? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Okay. Sage Granskabirg startet. Das Lied von Soma. Passt, da wollte ich eh genau hin. Auf jeden Fall ein bisschen Materialien noch mitnehmen. Die gehen uns immer recht schnell aus. Okay. So, wir schauen auf die Karte. 1, 2, 3. Und hier ist aus. Ah, dann machen wir erstmal das da. Ich will es mal probieren, weil ich habe ja ein Pferd, das schwimmen kann. Das ist natürlich dann schon nice. Thank you.
warte mal, der nächste Punkt war hier. Die Fähigkeit könnt ihr übrigens beim, wenn ihr den Reitstall ausgebaut habt, könnt ihr euch die holen. Dann könnt ihr durchs Wasser schwimmen mit dem Pferd, das ist natürlich geil. Dann brauchst du nicht mehr so schwimmen. Das geht natürlich viel schneller. Oben drin, dann komme ich da hoch. Okay. Und immer schön die Truhe mit, Leute. Weil ihr braucht materialmäßig alles, was ihr finden könnt. Also wenigstens am Anfang vom Spiel noch. Okay. Was ist meine Hütte? Hü? Hallo. Ah, da. Ah. Meine Hütte, Hü. Ja nichts mehr, oder? Sonst. So, wir gehen jetzt mal an Land. Was siehst du, alte Freundin? Das ist Langschiff. Und dahinter wäre noch ein Schatz. Okay. Hier sollte ich vorsichtig sein. Er jagte diese Dänen wie eine Schafherde aus Kantabrien. Er hat sie auch die Schafe abgeschlachtet. Schade, dass wir überhaupt gefangen nehmen mussten. Sie werden gerade lang genug leben, um anderen als Warnung zu geben. Okay. Überrumpelt den Hohlkörper!
Ich hasse so dermaßen diese... Kommt, Brüder! Alter. Seid achtsam, wir schaffen das. Chill mit dir. Ja, weicht der wirklich aus. Ich glaube, ich spinne. Okay. Was ist denn das für Zeug hier? Die sehen komisch aus. Die sehen nicht frisch aus. Soma kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Da, ein Langschiff am Ufer. Ein dänisches. Los, schnell. Tragen, okay. Schauen wir uns auf den Notizstand. Das war ein gutes Langschiff. Eines Anführers würdig. Es muss Soma gehören. Finde Soma und sprich mit ihr. Sie ist irgendwo im Sumpfgebiet. Zeig mir, was vor uns liegt. Na, schön, wenn ich hier dich sehe. Ich weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Schauen wir mal, dass die abgehauen ist oder so. Ihr seid noch kampftauglich. Da hinten ist er. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ekel, sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in Englerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja. In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Wir haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren?
Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine drei Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Okay. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Okay. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Aldermann Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Grantabrück! Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Okay. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Okay. Das Feuer machen. Ordensmenü öffnen. Wigmund. Okay. Hier ist er. Die Weisen des Fens. Alter! Schlangenvieh. Okay, dann machen wir mal Feuer. Schlüssel, Mitteltunnel. Bleibt nicht viel Zeit, höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ein schöner Ausblick auf den Sonnenuntergang oder die fehlenden Sterne sollte ich so lange überdauern. Ich kenne Leute, die Angst haben, alleine zu sterben. Doch nun, da ich hier liege, ist mir klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Immerhin ist diese Reise eine, die wir alle allein antreten. Mit nichts und niemanden im Schlepptau. Und so überlasse ich dir, der du mich findest, den Schlüssel zu einem Haus in der Hoffnung, dass das, was ich hinterlasse, neue Bedeutung finden möge. Okay. Das könnte vielleicht der Schlüssel sein in der Festung. Da war auch ein Haus, wo wir einen Schlüssel brauchten. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Okay, schauen wir doch mal auf die Karte. So. Die Ziele sind alle hier in der Richtung.
Das bedeutet... Wir werden uns jetzt mal hier die... das Zeug hier alles holen. Und dann gehen wir dann hier hoch. Und dann hier hinten wieder runter. Wir haben ja Zeit. Wir wollen es ja ganz gemütlich durchspielen. Nehmen wir das Pferd auf jeden Fall. Ah, es geht ja viel, viel schneller. Willkommen in Alfheim. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Alfheim, sagst du? Hast du den Trank eines Sehers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Lichtalben? Am Ende wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das höchste aller Reiche? Höher als Valhall selbst. Die magischen Schalen von Muspel, entflammt von Lichtalben, leiten. Wir werden das Weitblau zusammen sehen. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Los, Sühnen. Sind noch mehr so Dinge? Ja, das ist ein Artefakt. Das ist. Ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hier sind sie. Ach, hier lauert tollverfluchtes Verderben. Bist du von hier? Ich komme von Sälund und schloss mich Gudrums Zug durch die Sümpfe an. Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich... So, ich muss ihm folgen. Ah, das ist die nächste Feuerschale. Alles klar. Bitte. Was ist mit deiner Familie? Deinen Freunden? Die sind in Sälund. Aber sei es drum. Ich habe die Lichtalben, die mich lieben und für mich sorgen. Okay. Schön für dich. Wir sind schon so nah. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Ja, das ist der Weg. Zum Weitblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenross wird uns weiterbringen. Was ist da los? Kommst du mit? Was siehst du da oben, Sühnen? Das brennt da schon. Ah, fahr mal rüber. Vorsicht! Wir wollen keine unliebsame Aufmerksamkeit der Dunkelalben auf uns ziehen. Oh. Sie mich heimsuchen.
Ja, und jetzt? Egal. Da. Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelalben kamen. Sind zurück. Zeig keine Gnade. Zermalme ihre Schädel klein. Ich bin noch nicht fertig. Schneid ihnen die großen Ohren ab. Bitte, lasst mich das Wiedblein finden. Ihr üblen Dunkelalben, verderbt es mir. Also voll Ratten hier. Jägerhose. Ja, da haben wir ja schon ein bisschen was von dem Set. Okay, jetzt ist noch mal das komische. Den Scheiterhaufen da finden. Man sieht hier aber auch nichts. Was soll denn das sein? Ach so, das war ich nicht. Waldblau gehört dir. Ah, okay. Geh in Frieden, alter Drängar. Ah, ja. Das Reich ist sicher. Vorerst. Leb wohl, Drängar. Weltereignis abgeschlossen. Okay, da wird eine Festung. Aber hier ist noch irgendwo ein Schatz. Ah, okay, war direkt im Wasser drin.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch an der Stelle eine Pause. In der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir auch dann hier noch das Rätsel. Gehen dann hier rüber und ja, hier haben wir auch schon wieder was übersehen. Eieiei. Und schauen, dass wir die drei Typen hier befreien. Und dann gehen wir einmal hier so rum. Genau, und dann schauen wir, dass wir hier in dem Bereich das hier ein bisschen alles erledigen. Gut, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.